Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Hallo. Hi. Jetzt, wo der Alex uns einen schönen Tisch gebracht hat, dann lassen wir natürlich nicht gehen, bevor wir nicht wenigstens eine Runde gespielt haben. Wir müssen den Tisch auch gemeinsam ausprobieren. Die Einweihungspartie. Die Einweihungspartie, genau. Und wir haben uns was Nettes auch hier ausgesucht als kleines Let's Play. Heimliche Herrschaft. Ja, für 2 bis 6. Wir spielen es wirklich in Minimalbesetzung. Man kann es zwar zu zweit spielen, dafür ist aber nicht designed. Nee. Trotzdem, zu dritt kann man es spielen. Ab 10 Jahren 30 Minuten hier. Ursprünglich BFF Games. Deutsch jetzt Bordgezirkus. Ja, mhm. Ja. Wunderschön illustriert und wir zeigen euch, wie es geht, während wir spielen. Ja, es ist nämlich tatsächlich eine relativ einfache Geschichte. Ein Spiel mit verdeckten Loyalitäten, wobei wir immer eine Doppelloyalität haben. Wir haben hier 4 Fraktionen im Spiel. Ja, du kannst gleich mal die Loyalitätskarten austeilen. Jeder kriegt jetzt eine Loyalität und hat aber 2 von den 4. Und jede dieser 4 Fraktionen hat eine andere Siegbedingung. Das werden wir euch dann gleich nochmal zeigen. Die Fraktionen werden hier durch diese, ja, kann man das sehen? Genau hier. Ich lege die mal besser, ich glaube, wir legen sie besser hin, weil man es dann besser sehen kann. Hier durch diese Marker hier dargestellt. Und ja, die, hier kann man es auch vielleicht nochmal kurz sehen. Hier kann man die siegreichen Fraktionen, die Toten, ich glaube, die Zombie-Fraktion ist das eigentlich. Ich habe schon wieder vergessen, wie die genau heißen. Auf jeden Fall, die Totenkopf-Fraktion gewinnt, wenn am Ende des Spiels beide Marker hier in diesem dunklen Bereich sind. Mhm. Diese Wasser-Fraktion, Meer-Fraktion gewinnt, wenn die auf dem gleichen Feld sind oder nur 1 entfernt. Und Rot und Grün gewinnt jeweils, wenn sie mindestens ein Feld vor dem anderen sind. Genau, dabei ist natürlich wichtig, also dass nicht beide gleichzeitig im dunklen Bereich sein dürfen. Wenn maximal einer im dunklen Bereich ist, dann gewinnt entsprechend diese Fraktion. Genau, und da natürlich es gut sein kann, dass 2 Leute gewinnen, weil wir 2 Fraktionen haben, kommt es auch noch darauf an, dann, wenn dann zwei Leute sozusagen in einer siegreichen Fraktion angehören, wer die meisten Charaktere der jeweiligen Fraktion dann vor sich liegen hat, entweder verdeckt oder offen. Und jede Karte ist halt eine Fraktion zugeordnet, aber dann jeweils nur einer. Genau. Und wir starten einfach damit, dass wir haben 5 Karten ausgeteilt, dass wir schon mal eine Karte, also, oh, wer bin ich denn überhaupt? Habt ihr schon geguckt, wer ihr seid? Tatsächlich, ja. Okay, ja, jetzt ist alles, jetzt können wir erstmal eine Karte schon mal einfach blind, verdeckt legen. Und die zählt dann schon mal für uns. Hm. Schwierig. Mhm. So, ich werde den da legen, eindeutig. Eine können wir in unsere Gefolge legen und einen können wir da oben hin, ne? Genau, einfach quasi ablegen hier. Ne? Gut. Dann geht's los. Ja, Melli, willst du anfangen? Ob ich anfangen will? Ja. Du willst anfangen. Komm. Du hast mich auserwählt. Ja, du darfst anfangen. Okay, ja, was mache ich in meinem Zug? Entweder spiele ich jetzt eine Karte offen aus oder ich werfe alle 3 ab. Was man eigentlich nur macht, wenn man nichts Vernünftiges machen kann. Also zum Beispiel nur Karten hat von den beiden Fraktionen, die man eigentlich nicht in seiner Auslage haben will. Wie Melli vielleicht. So wie du gerade. Ja. Und danach werden immer auf 4 Handkarten aufgezogen und eine wird dann noch abgeworfen. Okay. Und zwar die hier. Ja. Damit, ja genau, die Taverne wird ansonsten auch immer noch mal aufgefüllt. Ist es aber schon. Ja, wir haben einfach nur 4 Bereiche hier, ne? Also Taverne ist eigentlich wie die offene Auslage. Denn den Hafen, das ist einfach die verdeckte Nachziehstapel, wo man verdeckt sieht. Dann dieses Lagerfeuer ist der Ablagestapel und hier ist der Friedhof. Da kann man entweder Karten hinvergraben oder aus dem Friedhof zurückholen. Das ist im Prinzip schon alles. Ja, ja, Alex, du darfst. Dann bin ich dran. Ja. Und werde gleich mal fragen, was der Friedhof so kann. Also ich hätte hier den Bandagenbandit. Und ja, ich darf jetzt hier eins vorrücken. Nehmen wir mal den. Und die Karte sagt, ich darf vom Friedhof eine Karte auf die Hand nehmen. Ja, das ist natürlich gleich witzig, weil hier liegt eine unique Karte, der alte Kaiser, der hat eigentlich keine Funktion, außer dass er für alle Fraktionen zählt. Wenn du sie natürlich nacheinander in Folge hast. Ne? Mhm. Das ist wie so eine Wildcard. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das ist ein guter, verdeckter Charakter zum Beispiel. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, ja, aber noch eine. Ja, vielleicht kommt es noch. Schauen wir mal. Genau, jetzt ziehst du auf 4 auf, wenn du nicht schon 4 hast, und wirfst wieder auf 3 ab. Mhm. Und dann, genau.
Und du kannst natürlich übrigens auch von hier ziehen, ne? Also quasi vom einfach da Hafen nachziehen. Dann. Oder von hier, von offen oder verdeckt, wie du möchtest. Ja. Alles klar. Ja, So. Ja, das Witzigste an dem Spiel muss ich ja wirklich sagen, abgesehen, oder das Coolste, abgesehen von den wirklich sehr hübschen Illustrationen, sind diese lustigen Namen. Du hattest ja auch schon einen Bandagenbandit. Ja. Ich werde jetzt hier den hämischen Pfehler spielen. Das ist kein Zeichen, dass ihr beide schwarz spielt. Wähle eine Karte aus der Taverne. Nutze ihren Effekt, als hättest du sie ausgespielt. Vergrabe sie danach. Und ich wähle den Soldlosen, ja, nicht den Sorglosen, sondern den Soldlosen Söldner. Der geht drei davor. 1, 2, 3. Und der 1. Und dann wird er es vergraben. Dann wird es, glaube ich, gleich nachgelegt. Ich ziehe auf 4. Nehme ich mal blind. Und schmeiß auf 3 ab. Und dann ist Maddie schon wieder dran. Und das Spiel endet, wie gesagt, um es nochmal zu sagen, in dem Moment, also unabhängig von der Spielerzahl, wie wenn eine bestimmte Anzahl offene Karten gelegt ist und in dem Fall 7 im 3-4 Spielerspiel. Ja. Genau, bei 2 dann 8 und bei entsprechend weniger dann halt weniger. Ja. Ja. Ja, ich spiele den springenden Schamanen. Den klassischen. Ich gehe mit beiden Figuren 1 zurück und wähle eine andere Person, drehe eine ihrer offenen oder verdeckten Karten um. Ja, da kann man auch einen offenen halt verdeckt machen. Ne? Da muss man ein bisschen mitdenken, so ein bisschen mitzählen. Mhm. Das heißt, ich drehe einfach hier den einmal. Ich spiele keine Zombies. Ja. Halbstarker Henker. Was könnte das wohl für eine Fraktion sein? Ja. Ich habe leider bei meiner letzten Partie schon festgestellt, dass es super einfach war, die beiden Figuren in den schwarzen Bereich zu pushen. Ich hoffe wirklich, dass es dieses Mal nicht funktioniert. Ja, das Problem ist natürlich, das Spiel funktioniert zu dritt, aber mit mehr Spielern ist es, glaube ich, ein bisschen ausgeglichener, weil eben natürlich die Verteilung der Fraktionen ungleich ist. Und wenn du zum Beispiel eben 2 Leute ähnliche Fraktionen haben und der dritte hat wirklich nur komplett die anderen, dann wird es schon sehr schwierig für den einen zu gewinnen. Ne? Ja. Das ist besser, wenn natürlich mehr Mitspieler mit dabei sind. Okay, du darfst. Ja, dann würde ich mal den schnittigen Schleim ausspielen. Nur Zombie-Karten, was soll das? Ja, -1 oder -1 heißt aber tatsächlich, dass es ein bisschen kontraproduktiv ist, ne? Weil ich oder jetzt, einen von beiden. Ja, gut, aber ich schiebe das ja erstmal grundsätzlich entgegen dem, was Schwarz will, sagen wir mal so. Hm. Ja? Nur und vorausgesetzt, du bist Schwarz. Na klar, logisch. Das weiß man ja nicht. Ne? Genau, und eine darf ich vergraben. Ja. Und ich vergrabe. Das ist tatsächlich so, dass du auch von uns Mitspielern die vergraben kannst. Ne? Das ist also irgendeine verdeckte Karte. Genau. Eine verdeckte Karte. Ah ja, okay. Ja, du hast ja keine verdeckte mehr. Nee. Ja, wir hatten da noch eine. Du hast noch eine verdeckte. Ach, die passt mir gerade so schön. Ich würde sagen, die geht mal hier. Die vergräbst du einfach. Ja, na, die vergrabe ich mal da. Tja, das ist natürlich aber, wenn wir alle schwarz sind, ist es halt voll der Race einfach, wer hat die meisten schwarzen Karten. Na oder, jeder hat ja noch eine zweite Fraktion. Naja, das ist richtig. Dass man jetzt switcht und sagt, komm. Ja, ne? Ja, das ist richtig. Ja. Man muss jetzt das ist, glaube ich, auch der Reisespiel, dass man eben so situativ drauf guckt, so wo ist meine Lücke, die anderen beiden anderen streiten sich. Und, ja, das war dein Zug. Ne? Genau, du musst jetzt noch auf 4 Karten aufziehen und eine wieder abwerfen. Genau. Und dann bist du dran. Mache ich. Okay. Ja, komm. Dann spiele ich mal den queeren Kraftprotz. Der queere. Queerer Kraftprotz. Ja, cool. Ziemlich. Ja, ist schon echt witzig. Also die Illustrationen sind sau cool. Ja. Jetzt geht es hier 1 vor. Du darfst einen Charakter aus deiner Hand, der nicht rot ist, mit einer deine Handkarten vertauschen. Ach so, von den Karten. Nee, offenen Karten, das ist keine Handkarte. Ja, offene Karten, genau. Von denen hier kann ich mit meinen Handkarten. Also die hellen sind immer die offenen, ne? Und die. Genau. Genau. Tja, naja, gut, dann nehme ich, ist egal, nehme ich den und tausche mit denen.
Ja, es hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht, aber egal. Mhm. Und dann ziehe ich. Jetzt ist die Frage, das ist. Da liegt es alles blöd. Tja. Das ist alles blöd, den schmeiße ich ab. Das ist ja eins und dasselbe hier. Ja. Na gut, ich spiele den Kiemenknappen und der kann entweder den einen oder den anderen vorsetzen. Ach komm, nehmen wir den hier. Ich ziehe zwei Karten aus dem Hafen. Das ist der Hafen. Lege eine davon verdeckt in meine Gruppe oder und behalte eine auf der Hand. Ja, dann nehme ich den hier. Und der andere ist auf meiner Hand und ich kann noch eine nachziehen, die hier. Okay, dann spiele ich schon mal einen aus, den wehmütigen Wal. Und ja, der darf jetzt hier zum Beispiel den, ja, sagen wir mal, den Grün 1 vorsetzen und zwei Karten aus dem Hafenbereich ziehen. Eine davon verdeckt in die Gruppe legen, ne, also hier drauf. Und die andere soll abgelegt werden. Mhm. Nee. Kampflustige Kröte und das geht einfach mal 2 zurück. Aha. Jetzt geht's los. Interesting. Hier. Ja. Und einen lege ich ab. Ich glaube, das ist die Ablegungstaktik. Voll. Ich muss mal überlegen. Aber du kannst schon durch. Ich gucke noch, was ich ablege. Das ist nicht gut. Das ist bescheuert. Ich bin der schlichte Schlechter und nehme eine Karte aus der Tavernenauslage, nutze ihren Effekt und lege sie dann in meine verdeckte Gruppe. Ich würde mal die hier spielen, dann. Ach, beide kommen nach vorne, gut. Zack. Lege eine deiner Handkarten in deine Gruppe. Die hier kommt verdeckt in meine Gruppe, die hier kommt verdeckt in meine Gruppe und dann kann ich auch. Jetzt geht's aber los. Hier nachziehen. Wir können diese Fraktion aus der ab. Ist die unsere Gruppe? Schon durch? Ich bin schon durch. Ich muss nur noch meine Handkarten. Okay. Gut, dann spiele ich mal den frechen Froschmagier aus. Und ja, der erlaubt es mir tatsächlich hier eins vorzugehen. Und ich darf auch. Eine. Der andere auch. Das ist auch. +1, +1. Ach so, beide? Ah ja, und stimmt. Und jetzt wird es aber schon knifflig. Und eine Karte darf ich verdeckt in meine Gruppe legen. Jetzt haben wir 7 Charaktere, aber es zählen nicht die Verdeckten, die, ne? Nur die offenen. Dann, die offenen, ja. Also ich habe 4, das ist jetzt am nächsten bislang. Zum Spielende. Genau. Okay. Ich spiele den Schlappenschakal. Kann man das mal sehen? +1. Von dem roten. Dann sieh dir die obersten 2 Karten hier von der Ablage an und leg einen verdeckt in deine Gruppe. Leg ich mal hier. Und dann kann ich noch nachziehen. Den nehme ich doch hier. Nehme ich den ab. Du bist dran. Puh. Ich spiele erstmal hier den drögen Druiden. What? Der setzt mir derzeit 3 zurück und 1 zurück. Oh.
Alex, du musst was tun. Was denn? Ja, was Richtiges, was Gutes. Humorloser Hummer. Der ist gut. Mhm. Okay. Dann spiele ich mal diesen Charakter, den Blechberserker. Ja, minus 1 bei Rot, plus 1 bei Grün. Und ich darf einen offenen Charakter vergraben. Ein Grün, einen offenen Grün. Einen offenen Grün, genau. Ja. Der Hunter, ich glaub, hat ja, einen. Hunter, du musst jetzt mal da. Den da. Yes. Ich kann nicht lesen. Wer muss jetzt gehen? Schlapper Schakal. Der wollte schon lange weg. Schlapper Schakal. Braucht man nicht. Genau. So, okay. Auf 4 und eine weg, ne? Genau. Mein schlapper Schakal einfach vergraben. Naja. Du bist so? Ah, nee, du musst noch abwerfen, ne? Das werde ich jetzt einfach kontern hier mit dem nörgelnden Nordlicht. Plus 2 Rot, falls du ein grüne Karte aus der Taverne abwirfst, was ich einfach mal machen kann. Haha, weg damit. Und dann hier plus 2. Sachen liegt. Und jetzt ziehe ich 2. Und werf 1 ab. Ah ja. Ich kann schon, ne? Ja. Ich spiele die spießige Schildkröte und wähle eine Fraktion, die ich aus der Taverne abwerfe. Und das ist natürlich die blaue. Mhm. Oh, ne. Und dann so viele Karten, die du abgeworfen hast. Minus oder genau, und oder. Bei beiden kann ich. 1, 2, 3. Was? 1, 2, 3. Das geht? Das ist ja verrückt. Ja, das ist natürlich ein harter Effekt, wenn du alles nur eine Karte legst. Das ändert alles. Die asexuelle Amazone, da ist sie. Aha. Ich kann ja noch 2 nachziehen. Wie wäre es mit dem Säbelzahn-Troll? Ich finde den knallharten Kugelfisch besser. Ja. Also ich finde diese, das ist wirklich witzig. Also haben sie sehr liebevoll gemacht beim Board Game Circus hier. So, was haben wir denn hier noch? Okay. Wie viel habt ihr eigentlich hier? 1, 2, 3, 4, 5? Noch nicht so. 5? Jetzt kommt die 6. Jetzt könnte die 6. kommen. Ja, ich könnte auch 3 abwerfen, wie wir das? Und einfach nach. Also ja, dann passiert beliebig ja viele abwerfen. So. Ja, ja. Aber das macht jetzt auch nicht so richtig Sinn. Okay, dann spiele ich jetzt mal die da. Und gehe mit dem einen vor. Und vertausche eine Karte aus der Taverne mit eine deiner offenen Karten. So, das heißt, ich würde jetzt dann einfach mal die nehmen und würde die so mal eben tauschen wollen. Ich habe da eine Vermutung. Er sucht das den Ausgleich. Das wird ihm nicht gelingen. Ich komme. Das ist schwierig. So. Hier, ich finde, ich spiele den Schlangenschaman und sage hier einfach nur plus 1. Und dann, alle anderen müssen jeweils eine ihrer Handkarten abwerfen. Mhm. Also ich muss eh noch eine, wartet mal so, kurz. Ja. Ich muss ja eh noch eine. Die vorher und dann noch eine aus der Hand. Ja, genau. Ungünstig. Ja, dann kann ich noch ziehen, ja echt. Dann habe ich ja praktisch jetzt noch eine Runde Zeit, um was zu tun. Die da nehme ich auch. Endet es sofort, wenn der siebte ausliegt? Also nicht irgendwie mit zu Ende Runde spielen? Mit der Runde, okay. Also nee, mit dem Zug. Mit dem Zug des Spielers? Ja. Sofort vorbei, okay. Genau. Warte mal kurz, ich muss einen ablegen. Ja. Okay, der humorlose Hummer, der kann nämlich eine Person wählen, ist die Anzahl der offenen Toten und Toten. Du hast 2, du hast 3. Ich nehme die 3 hier. Mhm. Oh, nee. Die ist ungünstig, aber... Und, ja. 2, 3, 1, 2, 3. Okay, also die Untoten gewinnen schon mal nicht. Mhm. Sieht nicht danach aus. Mhm.
Okay. Ja, Alex, du bist nochmal dran. Außer ich bin du klaust mir irgendwie Karten. Mm-mm, also, du bist vor. Ja auch durch. Du hast ja sieben. Also ich würde jetzt die siebte legen, ja. Ja, du legst die siebte. Der abwesende Einsiedler ei. Darf, falls der Rote weiter vorn ist, was er ja ist, tatsächlich den sogar um zwei zurückziehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt wird ich dachte, ich bin noch einmal dran. Ich muss nicht nachziehen, oder? Ist ja eh egal, was egal. Jetzt da kommt. Okay. Also sonst hätte die asexuelle Amazone den Sieg gebracht. Das hätte ich jetzt einen schönen Schlussmove gefunden. Naja, gut. Ja, wie funktioniert es? Wir haben jetzt natürlich eine klare Situation, dass das Seevolk gewinnt. Also jeder, der jetzt einen heimlichen Herrscher mit einem Seevolk hat, könnte den Sieg empfangen. Ich hätte den Roten noch ins... Ja, ist ja gut. Ja. Also das heißt ja, also ich... Alex, du bist auch dabei, sehr wir schön. Wir haben nicht gut hier zusammengehalten, muss ich sagen. Wir hätten hier gut den Zombies einfach zum Sieg. Aber ich finde es ja schön, dass deine Theorie, ne, schwarz und so weiter, wir waren zu zweit und es hat trotzdem nicht funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Aber am Anfang habt ihr es tatsächlich versucht, so in dem schwarzen Bereich, das war gefühlt erfolgreich. Und dann ist irgendjemand von euch so in die andere Richtung. Ja, ich dachte dann, dass ich dann doch auf die Roten gehe. Und das war mein Untergang, weil ihr beide kein Rot hattet. Ja. Also das eigentlich hättet ihr weiter auf das Schwarze. Schlecht gelesen. Ja, genau. Und jetzt müssen wir aber die auch noch. Ne? Genau, jetzt guckst du halt einfach, wie viele du hast. Also ich bin ja eh raus, aber ihr könnt jetzt gucken, wer hat mehr Blau. Oh, da sehe ich noch Blau. Also irgendwie so halt, ne? Ja, weil der alte Kaiser macht, bringt den Sieg. Und der bringt ja auch noch einen, ne? Aber der ist es nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja, damit klare Sache. Ja. Alex hat hier den Sieg. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist heimliche Herrschaft. Ihr seht, von den Regeln eigentlich super simpel. Ne? Also ja, es ist wirklich, na klar, es gibt noch ein paar andere Karten, habt ihr nicht alle gesehen, aber ihr seht, der Stapel ist schon fast leer. Ja. Also man spielt hier eigentlich gut den Stapel durch. Und ich gefühlt was ist auch eine schnelle Partie. Ja. Also wir hatten auch schon Partien, die gehen länger, weil es so man Effekte kann gibt, immer was klauen, ne? Wo man halt noch mehr so offene Karten weg wieder verdeckt. Na, dann ist es teilweise auch, kann man auch die Leute daran hindern, das Spiel zu beenden. Aber jetzt hatte ich nichts auf der Hand, wo das irgendwie eine Rolle spielen könnte. Na, also, das war heimliche Herrschaft. Danke fürs Zugucken, Alex. Danke fürs Vorbeischauen und Tisch da lassen. Wir werden eine Menge Freude damit haben. Und wir wünschen euch noch viel Spaß hier. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.